Yo, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Immortals Phoenix Rising. Ich freue mich auf die nächste Folge, ich hoffe ihr genauso. Und wir starten jetzt rein. Wir werden mal schauen, wir gucken mal auf die Map. Wo war das jetzt? Ey, wir können auf V sogar... Überquere die zerstörte Brücke. Nee, mit V, das ist kein Perspektivenwechsel. Ja, schon, aber ich kann auch nicht springen. Ne? Hier können wir jetzt Sachen entdecken. Da liegt irgendein Stein oder so. Ja, ist halt ein Stein, ne? Gut, wir haben ja hier das nächste Ziel, da werden wir jetzt mal hingehen. Ich suche immer noch die Karte, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich die das letzte Mal angeklickt habe. Ah, auf Tab, glaube ich, ne? Ja, genau. So, wir sind hier auf dem Schmetterfelsen und was haben wir hier noch? Dark Ritual 811. Zum Helden werden. Ausgestattet mit den mechanischen Schwingen machte sich Phoenix auf zur zerstörten Brücke und kam nicht umhin, sich zu fragen, wohin der Fremde verschwunden war. Vielleicht sollte Phoenix mal unterhalb der Klippen suchen oder unter dem Meer. Okay. Was habe ich denn jetzt hier? Ziel, Übergang in den Abgrund. Okay, das haben wir ja erledigt. G-Fills 805. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Da weiß ich jetzt nichts damit anzufangen. Da waren wir bestimmt schon, nehme ich an. Und hier ist der Götterbote, hier waren wir ja auch schon. Die mythische Herausforderung, große Lyra. Da wollen wir da mal hin. Ja, ich hätte jetzt auch laufen können, ne? Aber ich habe jetzt halt gedrückt. Singe, o Muse, von Hermes, dem Glückbringer, Boten der Götter. Er... der mit Menschen und Göttern fast ohne Eigennutz umgeht. Ganz allein nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist. So, können wir jetzt hier irgendwas tun? Sieht nicht so aus. Das ist wahrscheinlich erstmal bloß. Wozu sind denn hier die Lichter? Da können wir hier hochklettern. Jawohl. Soweit. Gut, gerade noch so gerettet. Jetzt sind wir hier oben, ne? Und jetzt? Zum Heldenbären. Überquere die zerstörte Brücke. Gut, hier oben ist wohl erstmal nichts. Wo ist die zerstörte Brücke? Okay, wir müssen hier hin. Na gut, dann wollen wir das tun. Okay, da müssen wir lang. Wow, Abgrund. Wir
wir hier mal runterkabbeln. Dann schauen wir uns das mal an, was es hier gibt. Vielleicht liegt da irgendwas, was wir mitnehmen können. Okay, einsammeln. Granatäpfel, hä? Ja, genau, 3 Stück. Die sind ja für unsere Lebensenergie und das Blaue ist ja die Ausdauer. Die Pilze. Gut, ansonsten haben wir hier nichts. Dann wollen wir jetzt mal die Brücke überqueren und schauen mal, was dann auf uns zukommt. Nein! Das war blöd, ne? Das war auch gerade so. Vorher hatte ich nicht auf die Ausdauer geachtet. Ich werde dir helfen! Halt durch! Oh Götter, wenn doch nur Ligyron hier wäre. Er ist der berühmte Held, nicht ich. Was soll ich nur tun? Die Dämonen aus dem Tartarus mit Geschichten einschläfern? Ja, wollen wir mal schauen, hä? Was haben wir denn hier? Müssen wir da wieder rein? Da hinten sind Schweine, wie es aussieht. Wollen wir uns die mal vorknöpfen? Ich würde es mal probieren wollen. Oh Ich glaube, wir müssen da lang, ne? Ja, wir müssen da hoch. Aber es scheint so, als wenn es hier auch lang geht. Aber hier sind Gegner. Wollen wir mal kämpfen? Zeitrennen, Herausforderung, fehlgeschlagen. Was für ein Zeitrennen? Okay. Charon-Münzen. 2 Stück. Eine komische Münze mit Charons Zeichen. Okay. Die hat Typhon auch geklaut. Charon spart doch für eine Brücke. Sonst ist hier nichts, ne? Können wir hier irgendwas aufsammeln? Nein. Sieht nicht so aus. Okay, das war das Zeitrennen. Haben wir das auch mal gesehen? Und wir können ja mit Sicherheit hier hochkrabbeln, ne?
Und hier sind auch überall diese Risse, ich weiß nicht. Aber hier scheinen wir nichts machen zu können, ne? Nö. Hier geht erstmal nichts. Dann klettern wir mal hier hoch und schauen mal, ob wir den Typen dort retten können. Den Fremden. Mist. Gut, mit der 1 können wir ja auch unsere Ausdauer regenerieren. Unterwegs geht das scheinbar nicht, aber es hat ja ausgereicht. So, was haben wir hier schön? Ist das ein Hahn oder irgendwas? Oh! Ich habe auch Flügel. Der andere ist weggerannt. Da ist er. Oh. Ah ja, ich habe ja in der letzten Folge versucht zu parieren. Das ist, glaube ich, mit Q, ne? Ne, mit Q ist Waffenwechsel. Wie es aussieht. Wie kann ich jetzt die Axt ziehen? Wie kann ich denn jetzt die Axt ziehen, Leute? Wo ist bitte Waffenwechsel? Ah, hier können wir Fähigkeiten auch verteilen mit den Münzen. Ah, gut. Gut zu wissen. Göttliche Kräfte gibt es auch. Fähigkeiten. Was haben wir hier? Schwertkombo. Drei Treffer-Kombo, die 26 Schaden anrichtet und pro Treffer 40% eines Ausdauerfelds auffüllt. Der Drei-Treffer-Abschluss richtet 32 Schaden an und füllt 40% eines Ausdauerfelds pro Treffer. Ah, die haben wir dazu bekommen einfach. Okay, wir haben die dazu bekommen. Ich kann gar nicht aufrüsten jetzt hier. Und die sind neu, deshalb können wir uns die angucken. Deshalb ist da ein Ausrufezeichen. Ne? Okay. Gut, dann wissen wir das auch. Hier haben wir unser Inventar, ne? Genau, hier sehen wir, was wir alles haben. Hier können eingesammelte Questgegenstände eingesehen werden. Gut, da haben wir nichts. Oben des neuen Piers begibt sich für Verbesserungen zur Schmiede des Hephaistos in der Halle der Götter. Gut, hier haben wir die Map. Was haben wir hier? Achso, die Axt, okay. Hier haben wir unser Schwert und hier haben wir die Schwing. Anpassen. Zerbrochene Schwingen. Man kann nicht mit ihnen fliegen, aber selbst diese gebrochenen Flügel verleihen dir enormen Aufwand. Was ist denn hier mit Anpassen? Gut, hier können wir wohl auch nichts machen. Gut, da werden wir später noch irgendwie eine Möglichkeit dazu bekommen. Anpassungen F. Ja, okay, gut. Also da haben wir noch nichts anderes. So. Dann würde ich sagen, weiter mit der Quest. Das Spiel scheint um vieles, vieles größer zu sein, als wie ich gedacht habe.
Scheiß! Hier können wir mit Sicherheit auch hoch, ne? Besseren Überblick. Da müssen wir hin. Ah, okay, ich dachte schon gerade, das sind Gegner. Aber die sind wohl irgendwie versteinert. Oder es sind Statuen, keine Ahnung. Eine Gorgone? Die gibt's wirklich? Was schimmert da so? Vielleicht könnte ich mich anschleichen. Diese Armschienen, die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles, der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phönix. Durch pures Glück. Halt! Ihr da! Kämpft mit jemandem, der bewaffnet ist! Nach dem glorreichen Sieg über die Gorgone, die Herakles aufgelauert hatte. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Ja, das. Naja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend, aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Noch scheint das Spiel ziemlich easy zu sein, aber ich denke mal, da kommt noch einiges auf uns zu. So, jetzt wollen wir mal dem Typen weiter hinterher. Oder wir gehen erstmal dort hinter. Dort schimmert doch irgendwas. Was machen wir? Nee, komm, wir folgen erstmal dem Typen. Ja.
Gibt's hier irgendwas? Hier können wir Objekte ziehen. Das ist irgendein Rätsel. Ah, die können... Ah, okay. Mit E können wir das bei aufheben. Den Göttern, ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Das machen wahrscheinlich die Armschienen. Könnten die Armschienen nur meinen Berg versetzen. Bei Hades, heiratet doch ihr zwei. Gut, das sind also Schalter hier. Wenn er in dieses Loch gestürzt ist. Ich rette dich! Versprochen! Okay, Leute, ich würde sagen, das ist ein Punkt, wo wir in der nächsten Folge weitermachen sollten. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Hier können wir auch noch was aktivieren. Okay. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir doch gerne ein Like da und zeigt es mir damit. Kommentiert auch gerne mit Ideen, Anregungen, Tipps und Tricks, wie auch immer. Und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Wenn ihr dann zusätzlich noch die Glocke aktiviert, werdet ihr über jedes neue Video benachrichtigt. Ich werde versuchen, Immortal Phoenix Rising jetzt jeden zweiten Tag online zu stellen. Es scheint auch ganz gut anzukommen bei euch. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.